Oh, ich darf wieder. Okay, wäre ich doof. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Regnet. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich das euch jetzt hier sehe. Eieiei. Muss ich hier hin? Ja, oh Gott. Warte mal, wo ist Duftung? Ah, ja gut, das sehe ich. Er ist jetzt gerade erstmal nicht. Ja, da. Willkommen zurück im Annex. Wir haben die Seewächter sicher in unserem Lager verstaut. Die anderen sollten schon bald mit Neuigkeiten von ihren diplomatischen Missionen zurückkehren. Aber warum nutzt du nicht die Gelegenheit und rufst dich für eine Weile aus? Wer weiß, wann du das nächste Mal Gelegenheit dazu erhältst. Oh Gott. Alle. Wirklich alle. Stehen da. Feinsäuberlich. Und wo stehe ich? Einfach mal so ganz dreist. Direkt auf dem Schreibtisch. Das ist schon wieder so typisch ich. Herrlich. Okay. So. Wie soll alle aus dem Haupt da rauskommen? Willkommen im Annex. Ich habe bereits die frohe Kunde vom Turm in Tavnia erfahren. Meine Glückwünsche zu diesem wegweisenden Sieg. Dein Ruheraum steht bereit. Wenn dir nach etwas Schlaf zumute sein sollte, ich habe alles vorbereitet. Die Arbeit als Hausmeister bereitet mir große Freude. Es ist eine wunderbare Abwechslung neben meinem üblichen Forschungsarbeiten. Aber genug davon. Du wirst jetzt sicher etwas Ruhe gönnen, ja? Warte, wurde vorhin nicht gesagt, dass das Exegetenbrot jetzt nicht so besonders schmeckt? So, und ich kriege es auf die Nase gedrückt. Ganz toll. Bin begeistert. Nicht. Einfach nicht begeistert. Okay, komm. Und da scheint jetzt aber nicht wieder ein Geist, wenn wir im Zimmer sind, oder? Ich habe jetzt nicht so die Lust, wieder Geister zu sehen. Okay, die Aussicht ist schön. Die Aussicht ist schön. So schütze sie. Achso, das ist halt die Erinnerung an den Drachen. Das war jetzt aber nichts mit Ausruhen. Ah, da bist du ja. Du hast auch noch nichts gegessen, oder? Ja. Wir haben ordentlich eingekauft und dachten, du magst vielleicht einen Happen mit uns teilen. Ist aus dem Café. Also solche Freunde hätte ich auch gerne. Hier einfach vor der Tür stehen. Also, halb einfach vor der Tür stehen. Zumindest einfach sagen, ey, komm, wir kommen jetzt spontan rum. Oder hast du spontan Zeit? Wir bringen was zu essen mit. Warum habe ich solche Freunde? Ich mich auch. Ich möchte die Kekse haben. Die sind bestimmt mit Marmelade und da ist Pizza. Ein Burger. Oh, ich habe Hunger. Alter, habe ich einen coolen Gerade wenn ich das Essen sehe. Aber was für Burger? Na. Gürkchen. Gürkchen sind lecker. Was packt ihr die Gürkchen raus? Nein,
Weißt du, eher so richtig elitär. Kastanien habe ich auch eingeladen, noch bevor wir dich überfallen haben. Aber er hat nur eine Grimasse gezogen und abgewunken. Ich frage mich, ob ihm die schalayanische Küche nicht mundet. Ich glaube, ihm ist Essen egal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich will die Pizza. Ich glaube eher, dass er müde war. Und die Cookies. Das sind Riesen-Cookies. Sandwiches. Ich spoilere mich hier gerade mega. Aber kann das irgendwie alles nicht viel vergessen. Hybrid, wo bist du denn gerade? Keine Angst, ich sag nichts. Ich möchte einfach nur wissen, wo du gerade bist. Ein Streiter wie er muss schließlich anständig ernährt, angemessen ausgebildet und gut in Form. Ja, ich auch. Armer Astinien. Jo. Vor allem, ich möchte eigentlich nur diesen Cookie da mit Marmelade haben. Den Marmeladen-Cookie, den will ich haben. Gut, und den Riesenburger. Alter, kriegt er den auch mal auf? Wo wir schon beim Thema sind, geht es dir denn gut, Krille? Ich hörte, dass Heidelin sich deines Körpers bemächtigt hat. Erst kürzlich. Alles in Ordnung. Nur direkt danach war ich entsetzlich müde. Wenn wir gerade voll allein schalten im Burger Pass. Jo. Tatsächlich. Sieht lecker aus. Ich würde mich auch gerade. Warum habe ich das wieder vergessen? Ganz ehrlich, ich könnte das nicht, ne? Ich könnte nicht in einem anderen Stream gucken, weil ich weiß, ich würde mich sofort dran erinnern. Wenn es jetzt Monate her ist, ist das was anderes. Ja, Luna, ich weiß, dass du da schon warst. Ich wollte auch nur wissen, wo Hybrid gerade ist. Sie soll dein Wegweiser sein und dir Einblick in die Herzen. Bei dir weiß ich, dass du vor mir bist. Meilenweit vor mir. Das war's doch, was sie gesagt hat. Kannst du gerne machen. Ich frage mich, was das bedeuten hat. Ob es wohl mit dem Lichtschein zusammenhängt? Weil Mappa wird er bestimmt noch nicht gewesen sein. Also, kannst du mir ruhig... Es schien mir tatsächlich wie Spoiler. Die Manifestation Quatsch. Aller Freude. Der Erleichterung Nidanas und aller Bewohner Razzatans. Wirklich. Aber vielleicht sogar unseres Glücks, diesem Moment beiwohnen zu dürfen. Den Eindruck hatte ich auch. Ich selbst fühlte mich regelrecht erquickt, als wäre ich von neuem Mut beflügelt, den nächsten Abschnitt meines Weges zu beschreiten. Die Telephoroi sind noch längst nicht okay, dann weiß ich, wissen, dann weiß ich, wo Hybrid ist. Was der Rat der Philosophen vor uns verbirgt. Doch selbst inmitten jener Unsicherheit vermag die Saat der Hoffnung ihre Wurzeln zu schlagen, seien sie auch noch so klein. Eine Wahrheit, mit der sich jeder Tag meistern lässt. Seit Urzeiten schon. Wieder und wieder. Einer nach dem anderen. Du, Albert, da habe ich überhaupt keine Angst vor. Spätestens morgen hast du mich eingeholt. Spätestens morgen. Weil morgen kann ich ja die Story nicht weitermachen. Dafür kann ich morgen halt leveln. Also zumindest den Reaper machen. Hey, das war meiner. War. Aber Raha, du könntest ihn doch einfach mit einem flinken Levitationszauber wieder zu dir schweben lassen. Alter, das ist geil. Das hätte ich lieber als das. Der Zauber braucht allerdings seine Zeit, bis er vorbereitet ist. Ihn spontan in so einem Kampf anzuwenden, gestaltet sich schwierig. Aber vielleicht muss ich ihn noch weiter üben. Bin nur fast 83. Hybrid, du bist verdammt alt, weißt du das? War wenn das du fast 83 du bist. Durchforstet hast? Richtig. Was war 83? Ich bin noch nicht mal 80,5. Hybrid hat aber, glaube ich, auch einige Innis vorher gemacht. Macht Innis und Raids, glaube ich, oder? Oder irre ich mich? Du hast ihn benutzt, um an den ganzen Verboten. Die Katrin hat den Schaden so viel Menschlichkeit gegeben. Also, ja. Also die Szene liebe ich gerade. Auch wenn ich die ganze Zeit rede, aber ich liebe diese Szene. Vor allem, ich sehe so viel Essen, was ich mag. Da, den Schwarz-Weiß-Keks. Den esse ich auch immer gerne, den hat Oma immer. Und den Muffin. Und diese Mochis da, oder wie die heißen, die mag ich nicht. Schrecklich hoch, diese Regale. Und ich kann ja schlecht die magischen Leiter nach Belieben herumschieben, während ich einen Einbruch begehe. Die haben da sogar Erdbeerkuchen. Oh Gott. Der Liquid wird durchgemacht. Ja gut, okay, dann weiß ich, wieso du... Ne? Jetzt du fast 83 bist. Ich bin 82. Dafür mache ich halt morgen, während ich Friendly Fire gucke, ne?
Da level ich dann auf jeden Fall den Reaper. Und den Tänzer. Reaper und Tänzer. Hier wurde übrigens dafür vor in meinem Zimmer. Das wird eine lange Nacht. Meine Nacht, die eineinhalb. Schlaf dich morgen einfach aus. Ab und zu darf man in aller Ruhe die Zeit vergessen und sich treiben lassen. Das würde ich auch gerne mal machen. Aber wo? Ganz ehrlich, wo haben die das Essen gelassen? Den Schokodonut. Ich will den Schokodonut haben. Gib mir den Schokodonut. Ich will den Schokodonut. Gib ihn mir. Gib ihn mir roh und happelt. Behalte die garstigen anderen Sachen. Und die Blume ändert wieder ihre Farbe. Das ist wie so ein Stimmungsring, ne? Je nach Stimmung ändert er die Farbe. Hallo, du kleines A-Gesicht. Mit der geilsten Waffe der Welt. Oh, diese Waffe. Ach, hier steckt ihr also. Die haben mir schon versteckt, ja. Überziehen. Sonst holt ihr euch noch den Tod. Nicht, dass das noch groß eine Rolle spielen würde. Nee. Ich bin wirklich untröstlich, Eure Hoheit, aber ich habe weitere schlechte Nachrichten für euch. Natürlich hast du das. Der Turm in Tavnea ist gefallen. Ja. Ganz und gar ausgelöscht von einer gewissen Gruppe von Weltverbesserern. Mir aber so schrecklich leid. Nicht. Na, von Grenzen. Natürlich saugen die anderen Türme noch brav Äther. Diesbezüglich gibt es keine Probleme. Allerdings wird durch diesen Ausfall alles etwas länger dauern. Ja, natürlich. Ab mit seinem Kopf. Wenn sich unsere Helden weiterhin nur auf die kleinen Türme konzentrieren, ist das nicht weiter tragisch. Wie, es gibt auch noch große Türme? Aber kämen sie nun schnurstracks hierher, dann bezweifle ich, dass wir rechtzeitig fertig würden. Bitte was? Dann wird sie kommen. Ganz bestimmt. Oh ja. Ich erscheine, bitte. Ich erscheine. Das andere wird wahrscheinlich nicht passieren. Ist das so? Ja. Lasst uns zumindest darüber nachdenken, wie wir sie aufhalten wollen. Nein. Eure Hoheit. Ihr scheint immer nur dann in Begeisterung zu verfallen, wenn ihr über sie sprecht. Seine Ferge. Ja, ne, Habt Papa? Habt ihr wirklich gar keine anderen Interessen? Vielleicht ist der Kerl einfach nur in uns verschossen, sodass er die ganze Zeit einfach nur Scheiße baut. Weil er hat recht, irgendwie jedes Mal geilt er sich auf, wenn es um uns geht. Weißt du, dann ist er immer Feuer und Flamme dafür. Das ist doch nicht normal, der Kerl. Das ist unheimlich. Du musst doch meinen Schlussstrich kennen. Soll ich eine andere Frau suchen? Ich kann die anderen nicht einmal voneinander unterscheiden. Lol. Bitte. Sie sind alle so schrecklich fad. Und diese Welt gleicht einem faulen Sumpf. Er verklebt die Augen und die Lunge. Langsam, bis man daran zugrunde geht. Und man merkt es erst, wenn es zu spät ist. Wenn überhaupt. Und du bist so viel besser, hä? Du hast verdammt viel tief, mein Junge. Verdammt viel tief. Aber ich habe das Licht erblickt. Ich durfte sie spüren, als ich an meine Grenzen getrieben wurde. Jene Hitze, die mein Herz zum Schlagen bringt. So viel hat mir der Kampf mit ihr geschenkt. Aber gleichzeitig raubte er mir die Zukunft. Das klingt wie ein halbes Liebesgeständnis. Ohne Scheiß. Denn als es vorbei war, brachte ich es nicht mehr über mich, in jenen Sumpf zurückzukehren. Ich konnte nicht. Und so, ohne jegliche Perspektive, darf der Vorhang auch gerne fallen. Plot-Twist am Ende. Es stirbt einfach keiner. Wir wechseln einfach auf die böse Seite und gehen mit ihm Hand in Hand in die Flitterwochen. Das ist der übelste Plot-Twist. Das wäre doch möglich. Eventuell. Rein hypothetisch gesehen.
Wir werden bestimmt noch so. Zu diesen Worten stehe ich nach wie vor. Mit jedem Atemzug, den ich tue, denke ich nur noch... Hör nur, wenn er Kekse hat. Es kommt aber drauf an, was für Kekse. Ich gehe nicht für jeden Keks mit ihm mit. Beziehungsweise mein Charakter. Ich selber bin vergeben. Ne? Mein Charakter ist noch Single. So viel dazu. Nicht, dass mir das jetzt hier auch noch falsch ausgelegt wird. Wie überaus wunderbar, mit dem Tod selbst getanzt zu haben. Und daraus so viel ja, Kekse, Kraft will ich. Und Sinn fürs Leben zu schaffen. Kekse mit Marmeladenfüllung. Ja, kleine vertonte Katze. Mach das, Luna. Hast du Kekse? Hybrid? Nope. Nupidi nö. Wirklich wunderbar. Wie ich euch hasse. Und beneide. So sehr beneide. Oh mein, ganz ehrlich, ich bewundere es, wie er seine Stimme immer verändert, ne? Oh, Hybrid. Nicht traurig sein jetzt. Geht es um dich? Du stiftest endlos viel Chaos, aber Freude hast du daran keine. Keine traurigen Smarties hier. Falsch. Das erlaube ich heute nicht. Gruselig. Da ignoriert er mich die ganze Zeit über hartnäckig, nur um mich plötzlich mit einer so messerscharfen Beobachtung zu konfrontieren. Alter, die beiden, ne? Aber tatsächlich ja, habe ich inzwischen ein bisschen Spaß. Alter, Walter. Was geht seht mit ihr, euch? Als ich noch eine echte Person war, träumte ich eine lange, lange Zeit immer den gleichen Traum. Das tut mir leid. Und hatte keinen Anfang und kein Ende. Ich kannte weder die Gesichter der Akteure, die darin vorkamen, noch hatte ich den Schauplatz je zuvor gesehen. Lange dachte ich, es wäre nur eine nichtige Irrung meines Geistes. Aber eines Tages erschloss ich mir die Wahrheit hinter diesen Visionen. Ganz wie es euch mit euren Träumen von den letzten Tagen ergangen ist. Dieser Traum wird bald schon zur Wirklichkeit des ganzen Sterns. Und der Gedanke daran? Ja, der macht mir durchaus Freude. Die Szene war tatsächlich mir echt cool. Also, von den beiden jetzt. Gott, ist das wohl... Ich stehe hier immer noch am Tisch. Alter, Alter. Hi. Tachchen. Der sieht hübsch aus. Nein! Nicht in den Fotomodus, bitte. Ich wollte nur stalken. Immer noch im Hauptsaal. Machen die da drin? Ich will es wissen. Nachgucken. Achso. Warum habe ich eigentlich keine Hose gekriegt? Oh, Aldai, entschuldige den Überfall gestern. Ich hoffe, du hast danach noch etwas Ruhe gefunden. Ich habe nämlich ehrlich gesagt etwas, um das ich dich bitten möchte. Es geht um die Magieakademie. Oder besser gesagt, um den Reaktor. Der nette Herr, der uns bei der Anhörung vor dem Saal Philosophen seinen Beistand gewährt hat. Erinnerst du dich? Was? Weil der Nerfblaser ist also... Naja, sagen wir es mal so, wenn ich, warte, sobald wir auf das hier raus sind. Es hieß, dass er während unseres Abstechers nach Tafnir in Annex war, im Annex war und hat anscheinend Sorgen um uns gemacht. Wollte hören, wie es uns geht. Da uns die Hände sowieso gebunden sind, bis wir Nachricht von Istora erhalten, dachte ich mir, wir könnten ihn ja mal besuchen in der Magieakademie. Ich kann nicht mehr lesen, ne? Hast du nicht Lust, uns dabei zu begleiten? Ja, wenn es sein muss. Wunderbar, Alfino und Alize wollen sicher auch gerne mitkommen. Hübsches Outfit.
Wir lesen sie daraus. Wir lesen sie draußen auf den. Auf und dann geht's weiter zum Phänomenum. Okay. Viel Spaß bei eurem akademischen Ausflug. Ich werde hier am Annex die Stellung halten. Für den Fall der Fälle. Danke, Raha. Das ist nett von dir. Ach ja, und falls das Team ihn zurückkommen sollte, dann sag ihm bitte, er soll uns beim nächsten Mal auf wenigstens mitteilen, wo er so einfach unangemeldet verschwindet. Warte mal. Wenn ich jetzt nämlich... Oder habe ich tatsächlich eine Hose? Und ich habe da nur nicht drauf geachtet. Nee. Die Hose habe ich nicht. Okay, warte mal. Wenn ich das jetzt mache... Oder habe ich mittlerweile eine? Nee. Wenn ich das mache, sehe ich so aus. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht mit Schlippi hier rumlaufen. Ja klar, die guckt natürlich. Weißt du, ich stelle mich extra zur Seite. Ich werde gestalkt. Das ist überhaupt nicht unheimlich. Nein, gar nicht. Wie komme ich denn darauf? Ich ziehe mir mal meine Hose. Leute, drei Dose. Ja, einmal bitte anlegen. Ja, schön. Wirklich schön. Der hat eine goldene Rüstung. Was hast du denn, Papa? Was ist denn los? Das ist gar nicht, was du hast. Echt nicht. So, ich muss einmal nach draußen, ne? Warte mal. Hat sich hier irgendwie irgendwas geändert, ne? Hier hat sich was geändert. Beim herzigen Blick. Regenerierst LP, na toll. Ich will jetzt einmal ganz kurz die Klasse durchgehen. Das wollte ich vorhin schon machen. Ja, den hatte ich ja. Warum habe ich denn herbeiwinken dahin? Eieiei, beim Mönch ist aber viel rausgefallen. Zweimal. Ah! Ah, wie geil. Dufte! Oder der andere. Oh la la. Ah, na gut, den Pickup jetzt hier nicht ganz so. Da. Da muss ich hin. Hi. Nein. Da. Hallo, bist du irgendwo hin unterwegs? Nein. Der Rektor persönlich war hier. Worauf warten wir dann noch? Auf zur Akademie. Ich würde ihn auch gerne treffen, obwohl man uns in der Akademie womöglich nicht unbedingt freundlich empfangen wird. Mit meinem Bruderchen im Schlepptau. Also ich glaube nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen. Du wirst schon sehen, was ich meine. Also los, auf zum Phänomenum, was auch immer. Jetzt will ich aber noch einmal... Aber kurz die Sachen hier durch. Damit das auch alles ordentlich sitzt, ne? Ja gut, da habe ich nichts. Da habe ich auch nichts. Da habe ich sowieso nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Ah ja. No. Ein paar Milliarden sind weg. No. Jama ist weg. Bio ist weg. Jetzt ist das Ding langweilig. Gärtner! Oh. Das kommt auch einmal alles weg. Das kommt auch einmal weg.
Da habe ich, glaube ich, erstmal alles durch. Alles, was weg kann. Alles raus, was keine Miete zahlt. Magieakademie. Nein. Magieakademie. Ich vergesse jetzt immer, dass wir die Karte jetzt haben. Da habe ich die Mordansicht. Viele da. Wir stehen vor dem Phänomenon, dem ältesten, imposantesten und renommiertesten Gebäude der Magieakademie. Man könnte auch sagen, ihrem Herzen. Die Musik ist geil. Hier befinden sich die Vorlesungssäle, aber gelehrt wird nur Theorie. Es gibt auch zahlreiche Labore der verschiedensten Fakultäten, Lehrräume für praktische Arbeiten und sogar Büros des Studentensekretariats. Also so ziemlich alles, was das Leben an einer Akademie akademisch macht. Wie der Name schon sagt, widmet man sich im Phänomenum der Erforschung aller möglichen Phänomene. Angefangen hat es damals mit der Erforschung kurioser Ätherscheinungen, was wir heute als Magie kennen. Seither hat man hier die unterschiedlichsten Besonderheiten aus der ganzen Welt untersucht. Die Akademie blickt auf eine lange Geschichte zurück. Offiziell nahm sie ihren Betrieb mit der Fertigstellung des Phänomenums auf. Das war im Jahre 432 der 6. Ära des Lichts. Und dank ihrer zahllosen Erfolge auf dem Gebiet der Ätherologie, Magiekunde, des Okkultismus und der Astrologie hat sie sich seither den Ruf der besten Lehranstalt in ganz Schalayan erworben. Ja, wir wissen's. Der Wortlaut dieses Vortrags hat sich nicht groß verändert, seit du hier damals als Tutor die Erstsemester herumgeführt hast. Eieiei. Daher, ich präsentiere die Wiege des legendären Wunderkinds Alfino. Mit 11 Jahren der jüngste Anwärter, den die Akademie jemals aufgenommen hat, erwarb er sich eben neben Bestnoten in allen Fächern auch die Doktorwürde in Magiekunde und Ätherologie und war in Debatten ein gefürchteter Kontrahent. Alter, voll der Strebe und WB Luna. Das mit den 11 Jahren gilt aber auch für dich, oder Alize? Für mich seid ihr beide gleich genial. Oh Gott. Naja, meine Immatrikulation war ein halbes Jahr später als die von Alfino. Ich kann mich weder mit Doktortiteln schmücken, noch war ich jemals gut in Streitgesprächen. Ohne Scheiß, ich finde, sie kann besser streiten und argumentieren als Alfino. Finde ich. Meine Meinung. Aber das ist ja jetzt auch gar nicht von Interesse. Wichtig ist nur, dass mein Bruderherz hier als die unangefochtene Nummer 1 angesehen wird. Sicher redet man sicher über unsere Rückkehr. Ist schon den Mund fusselig. Aber wenigstens ist es unwahrscheinlich, dass wir wieder mit Anfeindungen rechnen müssen, wie in der letzten Bastion. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Es war fast schon abstoßend, wie beliebt mein Bruder hier war. Aber auch nur fast. Am besten überzeugen wir uns selbst. Rein in die gute Stube. Rektor Papa hat ein Büro hier, aber öfter ist er in den Lehrräumen bei den Studenten zu finden. Irgendwo sollte er sich jedenfalls herumtreiben. Am besten, wir teilen uns auf. Okay. Okay.